Ja, Leute, ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Part von Mario Kart DS. Ihr seht, ich habe offscreen die drei Sterne in Level 1 nachgeholt. Und naja, wie hat's funktioniert? Man braucht in der letzten Mission mit dem Driften tatsächlich 90 Sekunden mindestens auf der Zeit, ansonsten kriegt man die drei Sterne nicht. Das heißt, der Start muss perfekt hinhauen und man muss versuchen, so gut wie es geht, wirklich jede Kurve eng zu schneiden. Und ganz ehrlich, ich hoffe persönlich, dass das nicht in den anderen Driftmissionen, die es gibt, auch so vorkommt. Aber wie dem auch sei. Heute geht's weiter mit, auf alle Fälle mit dem zweiten Missionspaket. Und die erste Mission, Leute, zerbricht die 10 Holzkisten mit deinem Kart. Mal wieder. Aber, was heißt mal wieder, Alter? Wir hatten noch gar keine Holzkistenmission, Alter. Ich bin dämlich. Mal wieder, ja, auf alle Fälle. Wir haben noch nie Holzkisten zerbrochen, aber mal wieder, auf alle Fälle. Ich bin mir da sehr unsicher, ob das so klug ist, was ich da mache. Lol, das sind da unten halt auch welche. Fuck. Ja. Hat super funktioniert, ich weiß. Warte mal, hatte ich Pilze eigentlich? Ne, hatte ich nichts. Ohne Pilz ist es echt hart. 10 Kisten insgesamt. Das heißt, es wird wahrscheinlich eh bis zur Stadt zurückgehen, das ganze Kistending. Gut, und hier muss man aufpassen. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ohne, dass ich... Also, ich könnte rüberspringen probieren. Wir versuchen es einfach mal. Ja, an der Stelle, ich bin heute übrigens gut gelaunt, denn ich nehme das... Gut, gleich bin ich nicht mehr gut gelaunt, weil ich nehme das heute nach der Nintendo Direct auf. Also nach dem Livestream. Und da habe ich heute wirklich einige coole Sachen gesehen. Auf die ich mich jetzt schon freuen werde. Na gut, okay. Man kann das nicht irgendwie skippen, dass man da langsam wird, oder ne? Da würde man, glaube ich, einen Pilz brauchen. Ja, ja. So, und jetzt der größte Mindfuck ever, aber ich springe jetzt absichtlich runter. Genau, weil ich weiß, dass man da spawnen sollte. Zurückfahren wäre, glaube ich, dumm. So, 9. Und die letzte ist... Hier. Reicht das? Ja, nein? Ein Stern nur? Was will der eigentlich von mir? Ich glaube, ich weiß aber, wie man da Zeit sparen kann. Ich probiere es noch einmal. Als ob, ey, ich hab... Oh, der Fehlstart. Er wird mich noch lange begleiten. Ja, jetzt. Gut. Und nein, ich wollte nicht die Abkürzung nehmen, keine Sorge. Aber... Okay, nee, vergesst es, Leute, vergesst es, vergesst es. Vergesst es. Ich habe keine Ahnung, wie man das machen soll mit drei Sternen. Aber bevor ich jetzt hier zu viel Zeit verplempere, nee. Okay, nur ein Stern, das ist echt bad eigentlich. Sammle die 10 Münzen ein. Vielleicht probieren wir später dann nochmal. Oh. Oh, das ist mies. Ihr seht warum. Da hinten ist nämlich auch eine fucking Münze versteckt einfach. War das gut oder war das schlecht? Drei Sterne, nice. Also ich glaube, hier drei Sterne erreichen ist gar nicht mal so schwierig. Ich glaube, nur die eine Münze da, die wird wahrscheinlich viele Leute triggern, wenn sie nicht genau hingucken. Fahre der Reihe nach durch die 5 nummerierten Tore. Auf der Donut-Ebene mit Decay. Ja, es war gut. Das war scheiße. Schwerer Charakter, nichts vergessen. Der kann nicht so gut lenken. Ja, habe ich wieder missachtet. Und das war wieder der klassische Fehlstart. Leute, wie oft wird uns das noch passieren in dem Projekt? Man könnte eigentlich eine Statistik führen, glaube ich. Ach, scheiße. Alter, das kostet nur unnötig Zeit. Warum bin ich eigentlich so dumm und fahr weiter? Ich habe eh schon verkackt. Das war knapp, ich glaube, ich hätte fast verkackt. Ja. Ne, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht einfach nicht. Also, die erste Kurve, ich drifte gar nicht mehr, ne. Vergesst das. Ja, guter Start. So, ab hier jetzt wieder.
Ja, gut. Ich habe den Sprung absichtlich gemacht an der Stelle. Und ja, okay, 18 Sekunden genau. Ja, nice, 3 Sterne. Ich glaube, die 18 Sekunden ist vielleicht sogar die Grenze, also Glück gehabt. Zerstöre die 5 Itemboxen. Also heute nur zerstören, sammeln oder whatever. Okay. Nee, das sind solche miesen Itemboxen, ich verstehe schon. Also ich hoffe mal nicht, dass die irgendwie komisch ausweichen. Nein, das war dumm. Scheiße, nein! Nochmal. Ich habe mich gerade verdrückt, deswegen. Ja, habe ich. Nein! Als ob. Aber ich hab sie. Das sind aber keine niemals 3 Sterne. Nee, einer. Der scheiß Klatscher an die Wand. Das geht besser, Leute. Das geht besser. Schon wieder! Okay, 17433. Wieder 9 Stern. Ey, dieser. Hä, warum kann Luigi so scheiße lenken? Und das ist mit dem Standard-Cut normal, ich könnte mich da nicht erinnern. Ja, sehr gut gemacht. Ich glaube, das war der schnellste Start von allen bisher. Perfekt. 19733. Ja. Vielleicht zählt es aber auch zu den 3 Sternen dazu, ob man jetzt die Wand berührt oder nicht. Das war schon gut von mir, aber das passt. Genauso will ich's. Sammle die 20 Münzen ein, also wieder sammeln. 20 Münzen, also heute viel mit Münzen. Ich glaube, hier ist wieder Driften gefragt. Ja, nee, vielleicht doch nicht. Alter, wie knapp ist das denn wieder bemessen? Also ihr merkt schon, wir machen die Mission mehr Spaß denn je. Aber Leute, was ich euch sagen kann übrigens, weil ich vorher von der Direct geredet habe. Tatsächlich ist es so, dass eine Strecke von DS im dritten Streckenbooster-Pack dabei ist. Und zwar die Peach Schlossgärtner. Und auf die freue ich mich echt schon, wenn die kommt. Gut. Hoppala, wartet. So. Ich hätte mich fast wieder verdrückt. Ich hätte fast die Aufnahme gerade beendet. Also es stand gerade so, ja, wollen Sie die Aufnahme abbrechen? Nee, 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 wollte ich natürlich nicht. Jetzt habe ich gerade die... Achso, wahrscheinlich die klatschen, oder? Oh Gott. Ich glaube, das war dumm. Ja, passt. Ganz spät, damit der Boost nicht so krass ist. Ja, moin, ich habe mich selbst getroffen. Ah, und die alte Boxen sollte ich halt auch treffen. Ja, erster Treffer. Wir machen das jetzt so, komm, nach der Reihe nach. Ja gut, vielleicht. In den Sand fahren war vielleicht nicht die klügste Idee. Egal, wir versuchen es jetzt einfach mal so abzuschließen. Ja, gut. Nee! Anzeige ist raus. Anzeige ist zu raus. Das waren trotzdem 3 Sterne, obwohl ich so verkackt habe. Ja, da hätte ich mir ja noch mehr Zeit lassen können. Okay, das verstehe ich jetzt gerade echt nicht, warum das 3 Sterne sind. Ich habe richtig verschissen eigentlich. So, fahre da rein, noch durch die wieder durchnummerierte Tore-Mission. Ja, das versteht halt echt der Teufel. Auf der Luigi-Piste.
Ich glaube, ich weiß schon, was hier die... Ja, genau, ich sehe schon. Ich wollte es gerade sagen, das Problem wird sein wahrscheinlich, dass man nicht sofort die Nummern erkennt, zu denen man fahren muss. What the hell? 4? Da ist 5. Die Tore überschneiden sich ja so ein bisschen. Aber ich glaube, ich bin ganz gut in der Zeit. Nein, ich hab's Die Kackziehen ist da oben! Ich dachte gerade, ich hätte nicht getroffen. 2 Sterne nur, was ist das denn bitte für ein Skandal? Ich war gut, ich war voll gut. Na gut, dann machen wir's nochmal. Mit Fehlstart natürlich werden es keine 3 Sterne, das kann ich euch auch sagen. Heißer Tipp von meiner Seite, mit Fehlstart keine 3 Sterne. Alles klar, der Scheiß kennt uns. Der hasst mich auch ein bisschen. Fällt mir minimal auf. Passt, jetzt habe ich ihn obliged. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen Zeit gespart. Aber hier driften ist halt dumm. Macht gar keinen Sinn. Das war gut. Ja, jetzt reicht's für 3 Sterne. Ich glaube aber sogar, dass ich von der Zeit her gar nicht mal so viel schneller war. Vielleicht darf man keine Tore berühren, das könnte auch sein. Dass das irgendwie so eine Hintergrundmission ist. Also gar nicht mit der Zeit oder so. Gut, also Nummer 7 haben wir auch damit. Und das 8. Setze 6 Powerslide Turbo Boosts für 3 Runden ein. Warte mal, was? 3 Runden? Das kann eigentlich nur der Babypark sein, oder? Ja, tatsächlich. Ich hatte es mir schon gedacht. Warum Sterne eigentlich? Macht für mich persönlich keinen Sinn, warum man hier jetzt einen Stern hat. Das passt. Okay, dass man ein bisschen schneller ist natürlich, aber... Hä? Also ich glaube, wir sind in einer ganz guten Zeit dabei gewesen. 21,3 bleibt übrig. Jo, 3 Sterne. Und das bedeutet, wir haben jetzt eigentlich den Bossgegner freigeschaltet, tatsächlich. Wieder mit einer Mission, die tatsächlich ausbricht, nämlich die 2-1. Und die möchte ich jetzt vorher noch probieren, bevor wir uns den Bosskampf stellen. Weil das sehe ich nicht ganz an, dass wir bei der so Probleme hatten. Ja, natürlich, und das größte Problem bin halt ich selbst. Hä? Wait! Wenn man schnell genug ist, dann... Okay. Und dann mache ich so einen behinderten Kack-Move. Ich gebe mir 2 Versuche noch, okay? Also 2 Versuche allgemein, ansonsten versuche ich es ganz normal offscreen. Okay, jetzt hat es nicht funktioniert. Ich verstehe das irgendwie nicht. Warum gerade bin ich vorhin da durchgeflogen? Ach, wenn man... Ah, okay, wenn man von der Seite anstößt. Ja, tatsächlich. Na gut, das schreit natürlich nach einer komplett neuen Lage. Also wenn man die Teile von der Seite anstößt. Gut, das war nicht von der Seite, aber egal. Das auch nicht. Aber hier jetzt. Ja. Tatsächlich. So, jetzt töten. Ah, verdammt. Gut, dann haben wir den Trick auch noch gefunden. Also es war gar nicht wegen dem Tempo. 25,3 bleibt übrig.
Ja, und jetzt haben wir 3 Sterne, alles klar. Ah, schön zu wissen. Gut, dann. Bossgegner, komm her. Trifft Cyclops Pupille mit 3 Panzern. By the way, wieder ein Mario 64 Gegner. Den kennt ihr sicher. Diese 2 schönen Hände. Und das Ganze geht mit Mario heute zustande. 3 Leben natürlich wieder. So, was haben wir? Wir kriegen grüne grüne Pilze, sage ich, grüne Panzer. Okay, aber ich verstehe, glaube ich, schon, was Sinn und Zweck hier ist. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Nein! Er hat mich zerquetscht. Natürlich wäre möglich ohne Gegentreffer, weil ich glaube, das ist auch wichtig. Erster Treffer. Zack. Genau, ja, deswegen habe ich jetzt gedriftet. Nein! Jetzt springt der auch noch. Ich heul gleich. Das gibt's nicht! Bin zu kacke gerade zum Treffen. An der Stelle zählt mich was mein eigener Grüner getroffen. Hab ihn, danke! Ja gut, jetzt habe ich ja viel zu lange gebraucht wahrscheinlich, oder? Ich krieg sogar nur Rang A. Okay, das ist belastend. Das will ich jetzt nochmal machen, komm. Also Rang A ist halt echt zu wenig für uns. Die Aufgabe war mindestens 1 Stern. Ich würde sogar fast erhöhen auf mindestens 2. Mittlerweile. In allen Missionen. So, First Hit. Also die ersten 2 sind gar nicht mehr so schwer, natürlich. Das war kacke. Und dann treffe ich wieder mal nicht. Ah, und da fahre ich wieder in die andere scheiß Hand rein, die jetzt natürlich auf mich losgeht. Ja. Also der erste ist natürlich sehr easy. So, zweiter. So, jetzt kommt wieder diese Scheißaktion von denen. Genau, Achtung. Nein, ich habe meinen Panzer geschossen. Kacke. Das ist halt echt nicht einfach, weil dieser Kackspaten sich so dumm bewegt. Ja, der erste Treffer läuft immer gleich ab. Und vielleicht sogar teilweise auch der zweite. Ja. Ja, danke! Und das müssen jetzt 3 Sterne sein, komm. Na Gott sei Dank. Und das bedeutet, wir haben tatsächlich in der Folge alles mit 3 Sterne abgeschlossen. Nice. Also Level 1 und Level 2 jeweils 3 Sterne. Gut, und das bedeutet, im nächsten Part geht's dann weiter mit Level 3. Und da werden natürlich die Aufgaben auch immer und immer wieder härter. Also bis dahin, ciao, ciao.